Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gucci Simulator bzw. King of Retail. Leute, ich habe momentan nur noch 2000 Dollar. Warum, weshalb? Ich habe gerade für lockerflockig 11.000 Euro neue Gucci-Artikel bestellt und hallo, was? Alo, der ist angeblich krank. Junge, wenn ich dich hier irgendwo sehe, Alo, ganz ehrlich, viele Zuschauer haben schon gesagt, ich soll dich feuern. Aber deine Leistung in letzter Zeit waren gut. Ich habe an dich geglaubt, Bruder. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Stimmt, das letzte Mal sind die beiden doch auch einfach, haben die beiden sich einfach verpisst? Oh, warte mal, ich muss jetzt hier dringend. Ey, wir haben nämlich richtig viel neue Ware bestellt. Hier alles direkt anpacken. Das könnte ein schwarzer Tag heute werden für Gucci. Weil die Leute werden kaum bedient. Ich bin jetzt hier hinten gerade dran. Vielleicht sollten wir in Zukunft mehr Leute einstellen. Okay, alles direkt hier ausgepackt. Oh, es klingelt. Hier ist schon wieder gut was los. Aber hier ist schon eine gute Schlange. So, warte mal. Hier, die können schon mal Nee, Mist, die habe ich noch nicht ausgepackt. Hier hinten ist nämlich auch nochmal alles voll. Wir müssen das Ganze hier beschleunigen. Ey, wir haben schon wieder ganz gut Kohle gemacht. Storage ist voll. Das bedeutet, ich muss jetzt hier erstmal auffüllen. Wurden die Schuhe? Ja, ich helfe Ihnen ja doch. Wonach suchen Sie? Ja, Schuhe sind klasse, ne? Schuhe kriegen Sie gleich schön in die Fresse. Okay, sie hat keinen Bock gehabt. Ist mir jetzt aber auch egal. So, können wir hier auffüllen? Ne, hier können wir die Sachen jetzt mal reinhauen. So, davon ein bisschen was. Schön die Trikot-Ecke. Und auffüllen. Zack. Das einmal. Ne, erstmal ist jetzt wichtig, dass ich alles auffülle. Ich bin kein Experte, aber ist das Galatasaray oder so ein bisschen? So vom Stil her? Oder Beşiktaş? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da leider nicht so aus. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Jetzt können wir hinten wieder den ganzen Kram rausbringen. Und alles schnell unpack. Schneller, schneller, schneller. Du musst arbeiten! Weil Alo der faule Abfalleimer uns sitzen gelassen hat. Es sind schon wieder super viele Leute, die sich hier gönnen. Ey, die Schuhe, ich mach die mal teurer. Und die mache ich mal jetzt schön auf 250. Das ist doch ansatzweise Gucci-würdig. Was? Oh, scheiße! Jetzt ist die eine wieder abgehauen! Was ist denn mit dir? So, kommt bitte alle hier ran. Tag hier! Und hallo! Ich muss den beiden, glaube ich, mal vor allen Dingen einen Tag freigeben. Komm, wir müssen uns beeilen. Pidissel. Boah, 600! In your face. Komm. Direkt jetzt hier den nächsten. Viele haben auch gesagt, ich bräuchte eine zweite Kasse. Aber das ist meistens nie das Problem. Also natürlich, ja klar, wenn Takia mich jetzt hier sitzen lässt, dann kann ich dafür ja auch nichts. 160. Ich bin gespannt, ob wir noch eine der teuren Schuhe verkaufen. Jetzt reg dich doch da nicht so auf. So, was willst du? Du willst Schuhe. Ja, hier vorne rechts einmal. Zack, haben Sie das gesehen? Hier, super geil. Zack, kaufen Sie. Oh, wieder direkt hier hinten ran. Mal gucken, wenn mit 250 oder 260... Da hat jemand die Schuhe gekauft. Hundertprozentig. Der Store ist jetzt auch für heute geschlossen. Alter, und wir haben schon wieder 10.000. Als ob. Wir haben heute direkt 8.000 gemacht. Und wahrscheinlich noch mehr, wenn wir jetzt nochmal gut was verkaufen. Schauen wir mal. 420. Krass. Bevor ich nämlich heute eingekauft habe, diese ganzen neuen Sachen, habe ich circa auch wieder 12.000 gehabt. Also der Tag, obwohl wir wirklich sabotiert wurden von unseren Leuten. Ganz ehrlich, hier, oh, die habe ich schon wieder gar nicht mehr auf Lager. Dann tauschen wir das mal. Tauschen das mit den Dingern. Dann werden die hier schön aufgefüllt. Dann werden wir hier mal gucken. Hier haben wir auch noch 10. Dann schauen wir hier hinten nochmal dran. Wovon hier 7 haben wir von denen noch. Hier kann man auch nochmal was reinklatschen. Und da ist der Tag vorbei. So, was ging am krassesten? Boah, Level 6. Das ging auf jeden Fall gut. Wir haben mittlerweile 80.000 eingenommen. 10 von den Schuhen haben wir noch verkauft. Und 7 von den roten. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier mit den Mitarbeitern machen kann. Ganz ehrlich. Ja, Takia braucht... Ja, Takia kriegt einen Day off. Alo, dem geht's, glaube ich, wieder ganz gut. So, damit sie vielleicht mal... Damit ihre Energie nochmal weiter hochgeht. Und ihre Stimmung. Ich werde jetzt aber direkt nochmal Schuhe nachordern. Weil die grünen knüppel ich jetzt auch hoch auf 250. Und wir werden nochmal hier eine Ladung... Shirts. Weil ich werde gleich noch versuchen, ein paar Dinge an die Wand zu klatschen. Hier mit T-Shirts. Sehen zwar hässlich aus, aber die Leute kaufen es trotzdem. Ah, übrigens, die Entwickler von dem Spiel sind auf mich zugekommen. Ich order den ganzen Kram mal. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass T-Shirts von mir in das Spiel reinkommen. Also zum Beispiel mein Merch oder vielleicht sogar neuerer Kram. Lasst euch mal überraschen, weil die sind auf mich zugekommen. Die kommen aus Dänemark. Wir starten einfach mal einen neuen Tag. Ja, ich muss dann zwar an die Kasse, aber das sollte doch alles einigermaßen funktionieren hier. Genau, jetzt wollte ich mal ganz schnell Store Design by Inventory. Und zwar noch so ein Ding, was ich an die Wand klatschen kann. Krass, ich kriege das wirklich nirgends mehr unter. Doch, hier.
Nice one. Ich müsste das sowieso mal ein bisschen optimieren. Boah, Lager ist aber wieder knüppeldick. Ja, die Schuhe brauche ich unbedingt. Oh Mann, es wird, während ich hier draußen jetzt gerade den ganzen Kram mache, wird, glaube ich, niemand kassieren. Ich hoffe, es kauft jetzt nicht direkt schon jemand was ein. Ich werde das gleich mal mir mal angucken. Und, nee, noch niemand, der was kaufen will. Das ist sehr gut. Dann werde ich nämlich direkt nochmal den anderen Kram unpacken. Oh, Storage ist full. Dann hier das auffüllen. Ist hinter mir? Ja, da will schon einer was kaufen. So, ich packe jetzt aber schnell mal alles hier ran. Ich kassiere die eine ab. Was kauft die? 170. Dann werden wir jetzt hier einmal definitiv Quick Edit Article. Das knüppel ich auch hoch auf 250. Wer pfeift denn hier? Ich will doch kein Hund. Oh, Alter, ist das schon eine große Schlange. 330. Nice one. Alu belebt auch wieder ganz gut das Geschäft, glaube ich. 160? Das können doch nicht schon wieder die Schuhe sein. Die habe ich doch alle teurer gemacht, oder nicht? Ey, jetzt meckert mich nicht an. Ich bin langsam. Mann, ja, dann geht doch. Mann, Takia. 830. Ich kann nichts dafür, dass Takia plötzlich weg ist, Alter. Ich bin halt nicht jemand, der an die Kasse gehört. So, jetzt habe ich kurz eine Sekunde, um ein bisschen was aufzufüllen. Habe ich hier noch genügend im Laden? Ja, doch einigermaßen aufgefüllt. Das hier muss noch aufgefüllt werden. Mann, hört auf, immer zu pfeifen. Das ist der Einzelhandel. Der macht mich fertig. Und Alu guckt wieder nur gegen die Wand. Alu, weniger Wand gucken. Ja, danke schön. Boah, wir haben gleich schon wieder die 10.000er-Grenze. Und der Laden ist wieder knüppelvoll. Ich bin hier wirklich die ganze Zeit nur am raushauen. Wir haben die 16.000. Ja, wir können auf jeden Fall Kohle investieren. Closing Time. Also, um den Laden zu vergrößern. Das ist die logische Konsequenz, damit wir einfach wesentlich mehr Krimskrams haben. Tschüss, Alu, du fauler Abfalleimer. Warte mal, ich nutze die Zeit jetzt hier nochmal, um aufzufüllen. Wir sollten echt gucken, dass wir Sachen umstellen. Von 80.000 auf, ja, 93.000. Sehr, sehr nice. Cash Cows. Oh, werden heute nicht angezeigt. Komisch. Na toll. Alu hat jetzt wieder schlechte Laune. Der nippelt mir doch wieder direkt an dem Tag, der geht nach Hause. Ich sag's euch, aber Alu, den brauche ich, den Jungen. Obwohl, warte mal. Wenn ich praktisch einen Day Off gebe, dann muss ich die doch nicht bezahlen, oder? Welche Strategie soll ich jetzt... Soll ich vielleicht nochmal... Ich glaube, ich muss jemanden einstellen, der dann praktisch, wenn es denen nicht so gut geht, die noch ersetzen kann. Caitlin? Bist du's? Start Job Interview. So, als Backup für Alu. Sales. Okay, tut mir leid. Dich will ich nicht. Catalina. Gab's da nicht irgend so ein Lied? Ah, nee, das war mit Catalina. Sales? Oh, das ist doch sehr, sehr gut. Kannst du auch an der Kasse arbeiten? Oh, das ist nicht schlecht. Die Kombination macht das richtig, richtig gut. So, gut. Ich gebe dir so viel Coins. Warum denn Daumen nach unten? Daumen nach oben. 122. Du bist eingestellt. So, Catalina. Dann kommst du heute mal schön zur Arbeit, ne? Weil Alu... Alu kriegt ein Day off. Ah, warte. Hier kann ich die sogar noch einstellen. Du bist für Sales zuständig. Und Takia an der Kasse. Perfekt. Guck mal, ich hab alles unter Kontrolle. Stimmt. Wir wollten ja hier noch vergrößern. Ja, hier nach hinten raus. Zack. Ah, ein weiterer Tag. Ah, da kommt schon die Meute. Vor allen Dingen mit der fetten Beute. Ah, die Sachen liegen jetzt plötzlich hier auf dem Boden. Ich werde das jetzt direkt... Ach, scheiße, warte, ich lasse das erstmal so. Ich werde erstmal ausräumen jetzt hier. Obwohl, es ist schon alles ziemlich voll. Mist, ey, ich müsste erstmal Store Design. Das kommt einmal hier hin und einmal hier. Weil dann können wir den Rest, zack, hier mit dem Gucci Design, Ast rein. Kann ich das hier umstellen? Ah, geil. Okay, ich kann das hier tatsächlich umstellen. Dann werde ich mal das hier benutzen, weil dann nutze ich den Space viel besser. Genau, dann kann das nämlich direkt hier neben. Ich muss es wahrscheinlich tatsächlich nochmal ein bisschen schöner machen. Obwohl, wartet. Ich place das hier hin. Dann kann ich das hier nämlich umstellen. Dann kann ich das nämlich hier rüber verschieben. Oh, ich glaube, das ist auch ein bisschen, vielleicht sogar ein Ticken zu eng. Weil ich sehe hier ein bisschen, Stau. Tut mir leid, Leute. Ich bin noch nicht lange in dem Business. Aber der Rubel rollt trotzdem. Und dann will ich jetzt unbedingt testen, ob's... Ah, nee, hier stehen die Preise ja. Die wurden tatsächlich auf 250 hochgesetzt. Boah, hier haben sie schon wieder alles leer geräubert. Ihr alten Schlawiner. Da seid ihr aber wieder gierig nach dem guten Kram. Ich muss ja wirklich richtig nochmal investieren, damit ich hier auch ansatzweise alles mal voll kriege. Weil wir hängen schon wieder bei 22.000. Aber das hier muss ich alles umändern. Die stecken da tatsächlich... Ja, der ist jetzt sogar sauer. Das bedeutet, ich sollte hier wirklich gucken, dass ich das... Ja, vielleicht einfach hier mittig. Oder vielleicht denen wirklich noch ein bisschen mehr Platz gönnen. Ja, dann haben die auf jeden Fall genügend Platz, um da auch durchzugehen. Takia, Catalina, heute super guter Tag. Mädels, ihr habt wirklich Weltklasse gearbeitet. So, damit knacken wir auf jeden Fall die 100.000. Locker. Ziemlich geil. Oh, die Schuhe. Als ob. Die Hässletten.
meine Damen und Herren. Jetzt können wir nämlich mal gucken, dass wir vielleicht Takia heute mal einen freien Tag geben. Dann muss halt Catalina an die Kasse gehen. Jo, das passt doch. Dann werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal, ja, einfach mehr Sachen noch kaufen. Boah, wollen wir mal richtig raushauen? Hier kostet nämlich ein Artikel im Einkauf schon 200. Hier, die beiden sehen noch so richtig Gucci-like aus. Okay, wir kaufen einfach mal wieder lockerflockig für 10.000 ein. Ich frage mich, ob ich vielleicht den Store... Ja, ich glaube, ich werde den nochmal nach links erweitern. Zack. Lager könnte man zukünftig vielleicht auch nochmal erweitern. Aber das passt jetzt erstmal so. Dann mal schön. Start next day. Nein, Catalina ist sick today. Takia has a day off. Takia, ich brauch dich. Aber Alu arbeitet heute, ne? Okay, alles noch kein Problem. Ich werde jetzt hier irgendwie ein bisschen random auffüllen. Da kommt wenigstens Alu, weißt du? Ehrenmann Alu. Ja, dann muss ich die Kasse heute schmeißen. Aber erstmal muss ich jetzt hier alles aufmachen. So, kommt ran hier. Ihr könnt gerne bei mir was kaufen. Boah, ich muss wahrscheinlich wirklich den ganzen Tag an der Kasse bleiben. Ey, wir haben jetzt aber richtig viel Platz. Mann, habt ihr das gerade gesehen? Die eine hat Alu da gerade in der Fischzange gehabt. So, warte, wenn ich das jetzt hier fertig habe, 720. Ich komme hier einfach nicht weg. Ich bin hier wirklich einfach nur am Verkaufen. Ich glaube, eine zweite Kasse ist bald wirklich... Wenn wir das hier hinten fertig gemacht haben, dann werden wir auf jeden Fall die zweite Kasse aufbauen. Weil dann lohnt sich das auch. Weil wir dann einfach so viele Leute bedienen müssen. Weil wir dann ja auch nochmal mehr Kunden anlocken. Die kann... Da hinten alles leer gekauft. Ich habe gleich keine Artikel mehr im Laden. Aber es müsste auch bald schon wieder Feierabend sein. Da kann ich zumindest ein bisschen was auffrischen. Ja, Store is closed for today. So, letzte Kundin. Nochmal ein 680er. Alu, du hast gut gearbeitet. Jetzt werden wir hier den ganzen Kram mal auffüllen. Ah, das sind diese teuren. Dann können wir hier nochmal auffüllen. Oh, und jetzt ist der Tag vorbei. Mist. Ah, Level 8 fast geschafft. Am meisten. Oh, grüne Trikots. Und die einen. Die sind echt, die gehen gut ab. So, wie sieht's heute aus bei euch? Oh, Alu. Alu geht's nicht ganz so gut. Aber ich glaube, ich brauche heute alle Leute. Ich werde 2 in Sales. Mal gucken, wie das heute abgeht. Wenn wir da wirklich nochmal uns richtig hart gönnen. So, ich brauche jetzt endgültig mal hier ein bisschen mehr Platz. Bei Inventory. Die Dinger sind vielleicht auch gar nicht. Obwohl, ich will jetzt lieber Sachen an den Wänden haben. Schön symmetrisch. Und ebenfalls auf der anderen Seite. Jetzt wird das schön aufgefüllt. Der hier muss auch noch aufgefüllt werden. Perfekt. So, einmal hier hin. Die voll machen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt insgesamt gerade mehr verkaufen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Dann werde ich mal hier so ein Ding benutzen. Auch ein bisschen Abstand. Zack. Ja, da passt auch an sich total viel rauf. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Sehr gut. Was? Hier ist schon wieder alles weg. Ich glaube, das Lager zu vergrößern wäre eigentlich auch an sich mal keine so schlechte Sache. Oder generell die Preise mal hochzusetzen. Weil ich meine, was bei den Schuhen funktioniert, müsste ja auch an sich bei fast allen Klamotten, wenn wir die so leicht erhöhen, also damit müssten wir unseren Umsatz auch noch richtig krass steigern. Ich glaube, mein Storage, ja, es ist hinten schon wieder alles leer gekauft. Ich habe alles, was ich noch habe, direkt hier im Aushang. Junge, Gucci, Prata, Pata. Oder was auch, 24, yo, wir knacken die 25.000. Easy going, aber gleiches Ladenschluss, ja. Jetzt die letzten Kunden nochmal abfrühstücken und 26.000. Catalina, Alu, Takia, sehr gut gearbeitet heute. Ich bin stolz auf euch, Mädels. Und Alu. Ja, aber nach hier hinten haben wir gut vergrößert. Von 127 auf, als ob, 147. Krass. Okay, Leute, das war doch mal wieder ein ziemlich erfolgreicher Geschäftstag für den Gucci-Simulator. Leute, lasst ein Like, damit es euch gefallen hat. Habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.